So ihr denn frei von Sünde seid, so sollet ihr hören und frohlocken. So ihr aber Schuld auf euch runtergeladen, dann möge euch der Blitz beim Kacken treffen. Der Schutzheilige Nonkopirus im Jahre 2008, weit nach 16 Uhr. Szene 1. Die Bar, du. 21.34 Uhr, französisches Viertel, Dingenskirchen. Es war ein typischer Abend in der Bademantel. Die meisten der Gäste gehörten schon seit Jahren zum Inventar. Die kleinen, alten, schon damals nicht schönen, als Tischläufer benutzten Perserteppiche konnten ganze Romane erzählen. Über allem hing dichter Rauch. Irgendwo spielte die immer gleiche Musik. Die meisten Gespräche hatten diese Bezeichnung wie üblich nicht verdient und hinter dem Tresen ging im 20-Sekunden-Takt ein Glas nach dem anderen kaputt. Der Inhaber der Bar wollte sich nämlich nützlich machen. Herrier wurde allerdings einst Opfer eines bösen Fluches und seitdem ist er in der Gestalt eines Kartoffelsacks gefangen. Eines Kartoffelsacks ohne Hände, wohlgemerkt. Freundlicher Kerl, aber halt, ein Kartoffelsack. Der Arme wollte die Bar damals schon schließen, als sich seine Kontaktanzeige »Suche helfende Hände, beruflich und privat« dann doch noch als Volltreffer erwies und er seine heutige Frau kennenlernte, eine achtarmige indische Gottheit namens Jentakel. Keiner mixt mehr Cocktails gleichzeitig und die Gäste lieben sie dafür. Während also aber die meisten Gäste sich irgendwo im Dunkeln und weit weg von Herrn Je aufhielten, saßen seine beiden besten Kunden, wie immer, direkt am Tresen und redeten in ihre leeren Gläser. Ach, jetzt komm mir doch nicht mit Argumenten. Natürlich habe ich libanesische Wurzeln, Bastamente. Du und libanesische Wurzeln, entschuldige mal, aber du weißt doch noch nicht mal, wo das liegt. Das ging schon die ganze Zeit so. Er hier... Wo was liegt? Ed Gate und sein Partner... Der Libanon? Schon gut. Beides unfassbar unerfolgreiche Privatdetektive saßen jeden Abend hier. Jeden. Also wirklich jeden. Ed Gate erinnerte in seinem Äußeren ein wenig an Tom Selleck als Magnum. Allerdings an eine Mischung aus dem coolen Magnum und einem üblen Flashback aus den 80er Jahren. 3-Tage-Bart mit Schnäuzer, Zahnstocher im Mundwinkel, Hawaii-Hemden aus fernen Zeiten, 70er-Sonnenbrille und die obligatorisch schlecht sitzende Kappe. Dazu ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, eine Aura von äußerst billigem Parfum und ein sehr locker sitzendes Pistolenhalfter. Sean Good hingegen, naja, Sean lässt sich am ehesten als der Nenner von Sherlock Holmes und dem Känguru aus den Yps-Heften beschreiben. Trenchcoat, Detektivmütze, Lupe, häufig eine Pfeife auf dem Zahn, kurze Shorts bei Wind und Wetter und dazu ein paar Badelatschen. Er hatte es einfach nicht so mit dem Bügeln. Kurz gesagt, sie hatten vor allem zusammen und zu Recht noch nie den Titel Miss Dingenskirchen gewonnen. Nicht mal zur Wahl der Miss Bademantel waren sie aufgestellt worden. Gentlemen, lassen Sie mich Ihnen nun das Team im Einzelnen vorstellen. Diesen tollen Burschen kennen Sie bereits. Das ist unser Teamleiter, Inspektor Tethergang. Bis auf die Pigmentstörung ist er ein feiner Kerl, überaus scharfsinnig und er macht eine unglaubliche Pastete. Vielen Dank, Sir. Wann soll ich die eigentlich mal wieder... Sehr gut. Der Knabe mit dem Schnäuzer und den vielen Porträts ging einen Platz weiter. Eine mächtige Silhouette deutete sich ab. Bis Sir Mac off erneut die Fernbedienung betätigte und ein weiterer Strahler Licht ins Dunkel brachte. Dies, meine Lieben, ist der absolut starke Craganmore. Er entstammt einer sehr erfolgreichen Wikinger-Dynastie, war aber lange Zeit hier im Schloss eingemauert. Und wir haben ihn nur bei einem Wasserschaden durch Zufall gefunden. Kräftig wie 4 Bären, treu, ergeben, stets tierisch auf imaginäre Folklore, vor allem auf M. Anubinen, hat nur ab und an etwas
Angst vor modernen Erfindungen. Sir, ich dachte, das muss jetzt nicht wirklich... Papalapap, mein Freund, wir sind doch unter uns. Freut mich, euch kennenzulernen. Für den Baron! Craigenmore sah nicht nur aus wie ein alter Wikinger, er war scheinbar auch ein sehr großer Wikinger. Man konnte seine tatsächliche Größe im Sitzen nicht wirklich deuten. Aber der Inspektor neben ihm schien ihm maximal bis zum Bauchnabel zu gehen. Dazu strotzte er nur so vor Muskeln und hatte Arme, die einige Baumstämme doch sehr unsportlich aussehen ließen. Dazu eine üppige Haarpracht und recht wenig Kleidung. Ed und Sean waren beeindruckt. Da hat aber einer trainiert. Roses are red, würde der Engländer sagen. Sehr schön. Kommen wir zum nächsten Mitglied. Der Baron knipste das nächste Licht an und die beiden Detektive glaubten ihren Augen zunächst nicht. Dort saß, aufrecht auf einem Stuhl, eine Möhre im Mundwinkel und mit übergeschlagenen Beinen ein Pferd. Die vorderen Hufe verschränkt auf dem Tisch. Das, und es ist mir eine Freude, euch diesen Prachtburschen vorstellen zu dürfen, ist Don Röschen. Tachchen. Und, sorry wegen dem Apfel. Don ist eine wahre Pracht und immer an der Seite von Craigenmore. Die beiden haben zusammen schon etliche Schlachten geschlagen und er selber auch einige Schönheitswettbewerbe gewonnen. Nicht der Rede wert. Aber falls ihr die Pokale mal sehen wollt... Er braucht damit nicht länger ein Bad, aber wir sind alle sehr stolz auf ihn. Hast du gerade wirklich einen Apfel fallen lassen? Hier drin? Sorry, tut mir leid. Mir auch.